Kein Mensch geht absichtlich her und sagt, wir sorgen jetzt mal dafür, dass so ein Projekt sich ordentlich aufbläht, länger dauert als gedacht und viel teurer wird und nicht durchs Ziel kommt. Nur die Schwierigkeit da drin ist, dass wir sehr häufig, und im Privaten ist das ähnlich, Projekte initiieren oder Tätigkeiten anfangen, an den Start zu bringen, ohne wirklich zu klären, wozu überhaupt. Je länger Projekte dauern und je anspruchsvoller sie sind, desto mehr rückt in der Regel das Wozu, das, was ich eigentlich erreichen möchte, in den Hintergrund. Wir fragen uns nicht mehr, ob wir eigentlich dem Zustand, den wir erreichen wollen, näher kommen, sondern wir halten uns an einem Plan fest. Dieses Festhalten an Plänen gibt uns eine Scheinsicherheit, weil jegliches Art von Management, das sich um Pläne rankt, die niemals eingehalten werden können, immer Emotionen der, wie ich sie gerne nenne, dunklen Seite der Macht heraufbeschwört. Und deshalb sage ich auch gerne, dass Pläne im Grunde nicht helfen, Komplexität zu beherrschen, sondern sie erzeugen sie. Es ist ein großer Trugschluss, dass man meint, je mehr wir die Dinge erklären und durchanalysieren und verständlich machen, dass Menschen dadurch aus Überzeugung mitmachen würden. Ein Prinzip, was ich Ihnen gerne in dem Kontext Umsetzungsstärke gegen den Schwarm da mitgeben möchte, ist Geschwindigkeit. Ich versuche, die Geschwindigkeit, mit der wir vorwärts kommen, in der Wertigkeit dem, was wir machen, gleichzusetzen. Ich arbeite nach dem Prinzip der schnellen, schmutzigen Qualität und formuliere das auch bewusst so, damit Menschen Abstand davon nehmen, Perfektionismus zu betreiben, sowohl im Tun als auch im Planen. Perfektionismus ist nichts anderes als ein Ausdruck von Unsicherheit. Will ich also im Management oder in der Führung möglichst produktiv sein, dann muss ich A verstehen, dass Menschen nur aus Emotionen, nie aus Logik agieren. Und ich muss klar darüber sein, was ist mein Wertesystem und welches Wertesystem haben die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Es gibt aus meiner Sicht, im Management zumindest, 7 Werte, die von zentralster Bedeutung sind, wenn ich an echter Performance interessiert bin. Vertrauen, Mut, Offenheit, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, Geschwindigkeit und Konsequenz. Wenn ich zu diesen 7 Werten klares Verständnis habe, dann werde ich eine Konsequenzkultur etablieren können, die ziemlich produktiv ist. Die meisten Menschen haben zu keinem dieser Werte auch nur den Hauch einer Ahnung, was sie darunter eigentlich verstehen. Wenn man mal versucht, Vertrauen wirklich auf den Punkt zu bringen, und es gibt bei Wertedefinitionen nie richtig oder falsch, man kann nur seine eigene Definition davon mal versuchen, auf den Punkt zu bringen, und das möglichst in einem Satz. Ich verstehe Vertrauen darunter, das bewusste Eingehen eines Risikos, verletzt oder enttäuscht zu werden. Punkt. Sage ich zum Beispiel zu meinem Sohn, ich vertraue dir, dass du mit dem iPad nur eine Stunde spielst und nach einer Stunde komme ich um die Ecke und kontrolliere, dann war das Gequatsche. Weil ich bin kein Risiko eingegangen, verletzt oder enttäuscht zu werden. Also brauche ich ihm so einen Blödsinn auch gar nicht zu erzählen. Da, wo kontrolliert wird, wird nicht vertraut. Es gibt Organisationen, die sind in der Mehrzahl, die sich darüber beklagen, dass es so unzuverlässig zugehen würde und so inkonsequent. Das ist letzten Endes immer ein Auswuchs eines unreifen, unreflektierten Werteverständnisses im Handeln. Weil ich Zeit entsprechend hoch schätze und alles so schnell und kurz wie möglich machen möchte, sind Termine maximal vorbereitet. Dazu treffe ich mit den entsprechenden Personen zuvor Vereinbarungen. Eine Vereinbarung haben wir erst dann, wenn ich sage, ich erwarte zum nächsten Termin von Ihnen eine Ausführung über die Konsequenzen der Strategie in Ihrem Bereich. Stell mir das so und so vor, bis zum. Können Sie das leisten? Brauchen Sie meine Hilfe dabei? Jetzt gibt es einen Dialog. Nein, ich kann das leisten. Ja, ich bräuchte noch das. Fertig. Jetzt haben wir eine Vereinbarung. In den meisten Organisationen hagelt es allerdings Ansagen und Erwartungen und Delegationen. Es gibt zu wenig Vereinbarungen. Wenn ich mit Menschen allerdings eine Vereinbarung getroffen habe und jetzt findet dieser Workshop statt, dann ist es natürlich regelmäßig so, dass Leute bestimmte Dinge nicht rechtzeitig abgegeben haben oder nicht das gemacht haben, was wir vereinbart haben. Da ich sehr klar darüber bin, mir klar darüber bin, was ich unter Verlässlichkeit verstehe, sage ich zu dieser Person vor versammelter Mannschaft, ich halte ihr Verhalten für unzuverlässig. Ich kann so nicht arbeiten. Das erzeugt bei dieser Person garantiert Scham oder Schuldgefühle.
Und zwar an dieser Stelle, ich sagte, man kann sowas auch mal bewusst machen, ganz bewusst. Weil ich möchte, dass dieses Werteverständnis klar wird. Jetzt führen wir einen kurzen Dialog darüber, was ich unter Verlässlichkeit und demnach auch unter Unzuverlässlichkeit verstehe. Das ist übrigens immer die Nagelprobe. Wenn Sie selber mal checken wollen, weiß ich eigentlich, was ich unter einem Wert verstehe, können Sie sich immer fragen, wann traue ich mich eigentlich jemandem anderen zu sagen, ich halte dein Verhalten, nicht deine Person, geht ja nicht um die Person, für unzuverlässig. Für mich ist jemand sozusagen zuverlässig, wenn er getroffene Vereinbarungen einhält oder diese rechtzeitig korrigiert, neu verhandelt. Fein. Eine ganze Menge an Organisationen beklagen sich darüber, dass sie keine ausgeprägte Streitkultur hätten oder Kritikkultur, dass man sich nicht gegenseitig sagt, was man machen könnte. Das rankt letzten Endes um diese beiden Werte. Den Mut zu haben, was man denkt und auf die Offenheit zu treffen, dass jemand diese Äußerung eben versucht zu verstehen und sich nicht nur persönlich betroffen fühlt. Wenn also häufig Organisationen sich aus falsch verstandener Kollegialität gar nicht sagen, was sie eigentlich denken, also das meinetwegen in der Entwicklung, wenn ich in der Fertigung tätig bin, etwas aus meiner Sicht ganz anders laufen müsste, dann ist das schlicht feige. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, das ist dem Unternehmen gegenüber illoyal. Weil ich im Grunde nicht das sage, was dem Unternehmen tatsächlich einen Nutzen liefern würde. Es gibt noch ein paar mehr Facetten, aber diese beiden Facetten, Verbindlichkeit und Verlässlichkeit und diese Kombination Mut-Offenheit, die sich letzten Endes in einer Kritik- und Streitkultur äußert, erzeugt Innovation und Produktivität. Dazu muss ich eins, und das ist der dritte Punkt, den ich Ihnen gerne heute mitgeben würde, also wenn Sie nur drei Denkanstöße mitnehmen, dann war das diese Wozu-Frage, nicht aufs Was gehen. Das war das Thema zu verstehen, dass Menschen niemals aus Logik, sondern immer aus Emotionen handeln. Und der dritte in diesem Kontext jetzt von Mut und Offenheit, Kritik und dem Erzeugen entsprechender Emotionen, Scham, Schuld, ist, dass Sie eine ganze Menge erreichen, wenn Sie sich selber und andere dazu erziehen, aufzuhören, Recht zu haben.